Servus und hallo bei Röntgen 01. Ja, es gibt wohl im Fall Herr Resch neue Beweise, neue Umstände. Und zwar hat er anscheinend am 18. September 2018 Post von Zeugen Jehovas bekommen, dass sein Patent gelöscht wird. Und dementsprechender Antrag ist seit dem 18. September 2018 beim Patentamt in der EDV und seit, ich glaube, dem 21. oder 24. Oktober 2018 wurde das auch schon in der Presse veröffentlicht. Ja, die beiden Patente werden gelöscht. Das heißt, die sind nichts mehr wert. Herr Resch versucht anscheinend schon auf eBay Kleinanzeigen und über andere Portale in Zwischenzeit oder mit Anzeigen auch bei woof.de versucht er die Patente noch verkaufen zu können, bevor die gelöscht werden. Die Löschung wird wahrscheinlich bis zum 18. Februar 2019 dauern, bis es dann durchgeführt ist, und versucht die Patente so noch schnell zu Geld zu machen, damit sein Verlust nicht ganz so hoch ist. Wird ihm, glaube ich, nicht gelingen. Ich möchte euch auch warnen, sowas zu kaufen, weil, wie gesagt, die werden wertlos. Das sind wie Aktien, wo er spekuliert und dann, genau. Somit hat das Ganze doch noch einen guten Sinn. Weil, was mir auch nicht bewusst war davor, Zeugen Jehovas haben sehr wohl ein Patent auf die Wortmarken Wachtum und Erwachet. Und damit hat Herr Resch gar keine Chance. Das Patentamt hat übrigens die Löschung wegen Böswilligkeit und Nichtigkeit von Herr Reschs Patent entgegengenommen. Also sinnlos. Sich mit Zeugen Jehovas zu streiten, Zeugen Jehovas. Zu meinen, man wäre klüger als Zeugen Jehovas. Vergesst es. Servus und goodbye.